Ja, im schlimmsten Fall erschießen wir den, oder? Ja, dann fahr hinterm Berg. Ich komme! Oder was? Hier ist jemand, hier ist jemand. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo? Nicht schießen! Hey, was ist denn los? Nicht schießen, nicht schießen. Wer schießt denn da? Was soll denn das? Wurde nicht auf dich geschossen, Hände hoch. Leute, kommt nicht hierher. Ist IRA. Alles klar bei euch? So, ich nehme dir jetzt erstmal dein Handy weg und dann werde ich dich verbinden. Alles klar. Handy weglegen. Moment. Soll ich es auf den Boden legen? Kannst du ins Inventar tun. Ne, man sieht den Helmet nicht, okay. Zum Weglegen müsste ich die Hände runternehmen. Also so komme ich nicht an mein Telefon dran, kann ich nichts machen. Wird aufgemacht? Hallo? Bitte warten kurz. Lass bitte noch deine Waffe auf den Boden liegen. Also ich pack sie gerne in den Rucksack. Die Waffe bitte auf den Boden liegen. Ich weiß nicht, sollen wir sonst in die Safe Zone fahren? Oder? Ja, fahrt mal in die Safe Zone. Da raus, rein. Hände von deinem Kopf runternehmen und die Waffe auf den Boden legen. Ja, fahr mal. Du bist gleich im Auto. Neo Chori, fahr nach Neo Chori. Ja, ich hab vor, der Zaros zu fahren, ja. Am Zaros? Ja, weil wir dann auch nachher schnell wieder hin können. Steigst du ein, oder hast was? Hast du die Waffe auf den Boden gelegt? Ja, dann los. Die ist im Rucksack, da kann nichts passieren. Herzchen, dann leg die Waffe auf den Boden, oder es wird geschossen werden. Leg die Waffe auf den Boden, ich zähle. Ja, ich bin keine Gefahr für dich, mach nur, dann sehen wir uns gleich nochmal. Du weißt, dass das kein Grund ist, direkt loszuballern. Willst du meinen Koka aus dem Rucksack haben? Was willst du von mir? Ich hab nichts dabei. Okay. Okay, was? Du willst das Koka haben? Ich bin noch hier hoch erstmal. Wie viele sind das? Ich weiß es nicht, ich sehe nur den einen. Oder ihr die ganze Mal gucken, wie viele von denen sind? Zu viele. Echt? Ja. Ja, ja, da hinten sehe ich noch einen, da sehe ich noch einen. Hier sind ein paar. Du wirst jetzt erstmal stehen bleiben für 5 Minuten, danach kannst du gehen. Also wir sind gleich in der Safe Zone. Der FL haut ab. Was spot ich da hinten noch? Der hat weder mein Koka sonst noch irgendwas genommen. Was will der denn von mir? Was machen wir jetzt? Das ist da hinten, kommt wieder eine Karre. Oh, da hinten sind Cops. Beim Koka? Ja, ja, der kommt jetzt zu mir. Ich spaziere hier ganz locker lang. Alex Meyer ist auch ein Cop. Ja. Ja, jetzt geht's ab. Oh, ich laufe lieber ganz langsam. Medizin, Dr. Sheldon Cooper.
Oh, da kommt ein Tag. Ach so, der Medizin. Okay, Cop kommt auf mich zu, jetzt bitte kurz Ruhe. Moin moin! Guten Tag. Der Herr Meier. Sie haben den gleichen Namen wie ein berühmter Fußballspieler. Wissen Sie das überhaupt? Echt? Ja. Ja, vielleicht bin ich das ja. Wer weiß? Ja, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber dafür haben Sie die falsche Hautfarbe. Ja. Was machen Sie denn hier? Ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Ich habe letzte Nacht ganz schön hart eingekifft und bin sehr müde und jetzt habe ich mir hier gerade einen Rucksack voll mit Koks besorgt. Mhm. Ich muss mal wieder fit werden. Ja, warten Sie mal kurz. Herr Cracker? Okay, der holt jetzt... Herr Cracker, kommst du mal her? Der holt jetzt einen Kollegen. Schönen guten Tag. Herr Cracker. Das ist meine Frage, ja? Der Herr hat mir gerade gestanden, dass er letzte Nacht ordentlich eingekifft hat, ja? Und sich jetzt den Rucksack Koks besorgt hat. Das geht doch voll klar eigentlich, oder? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Koks ist jetzt nicht so meins, ne? Also das finde ich jetzt nicht so cool. Ja, ich muss halt mal wieder wach werden. Ich bin jetzt so müde die ganze Zeit. Es ist voll anstrengend. Okay. Also ja, da weiß ich nicht. Das ist einfach nur mal so ein bisschen für einen Eigenbedarf. Ach so. Aber ja, wie viel haben sie denn dabei, wenn das für einen Eigenbedarf sind? Ja, wenn wir jetzt hier selber und hier eine politische Füße werfen, dann glaube ich ihnen natürlich dann nicht, dass das Eigenbedarf ist, ne? Also ich habe hier so 17 Lines dabei, da kriege ich den Tag locker rum mit. Ich gebe auch eine aus, aber das bleibt natürlich unter uns. Ja, also da weiß ich nicht. Herr Meier, was meinen Sie denn? Also Koks ist nicht so meins, ja, bin ich auf Ihrer Seite, ja, aber ich weiß nicht, wenn der Herr so einen schweren Abend hatte gestern, dann kann man nochmal ein Auge zudrücken. Ja, wenn Sie uns eins versprechen, ja, dass Sie das ganz schnell machen und dann sofort hier weg sind. Ja, ich bin schon fertig damit. Ich wollte gerade gehen, aber habe ich mir gedacht, bevor ich hier aus dem Heli geholt werde, wegen Verdacht, wegen schweren Straftaten, habe ich mir gedacht, dann bleibe ich lieber mal stehen. Ich unterhalte mich immer gern mit Ihnen. Okay. Okay, dann glaube ich Ihnen das mal so. Und wir sind ja auch kooperativ gewesen. Herr Wachmeister, lassen wir mit dem Zeug also laufen, ne? Ja, hätte ich schon gesagt. Okay, dann machen wir das so. Oh, vielen Dank. Sehen Sie zu, dass wir das ganz schnell wegbekommen hier. Und lassen Sie sich nicht erwischen. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich gehe jetzt heim und guck mal, dass also ich die Augen wieder aufbekomme. Sie haben Glück gehabt, dass sie uns getroffen haben, weil bei anderen Kollegen wäre sie jetzt weg gewesen. Und bestimmt noch eine Strafe, ne? Also. Ja, deswegen bin ich auch sehr dankbar, auf jeden Fall. Wie gesagt. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch. Und passen Sie auf sich auf, ne? Ja, hier sind viele böse Leute unterwegs. Ja. Wir schaffen das schon. Ja, kenne ich von Ihnen nicht anders. Ja, sehen Sie. So. Ich kann meinen Zweck auf jeden Fall behalten. Die hauen jetzt ab.